Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Dieser Date Video auf meinem Kanal. Ihr seht neben mir mal wieder den Professor Gantefür sitzen. Hallo Gerd. Und das bedeutet, es gibt mal wieder ein Thema, wo ich physikalischen Beistand brauche. Du hast dich ein bisschen eingelesen, aber du sagst, du bist auch nicht so der perfekte Fachmann für thermische Speicher, richtig? Also ich kann nur was grundsätzlich über die Physik sagen und ein paar Typen vielleicht beschreiben. Das ist sehr gut. Also was grundsätzlich über die Physik ist, auf jeden Fall mal wichtig. Das grobe Thema ist ja klar, wir haben Energiewende, erneuerbare Energien sind volatil, zeitlich und räumlich nicht immer verfügbar. Vor allem morgens und abends. Vielleicht ist gerade noch nicht viel Sonne da, aber viel Betrieb in den Haushalten und so weiter. Und natürlich auch in der Wirtschaft wird viel Energie gebraucht. Als Lösungen haben wir ja auch schon in verschiedensten Videos gezeigt. Natürlich weniger Verbrauch, flexiblerer Verbrauch, dann Netzausbau zum Beispiel, um ein sichereres Stromnetz zu haben und von Norden nach Süden Strom zu kriegen. Und natürlich Speichern. Und über Speicher haben wir uns schon mal ganz ausführlich und grundsätzlich unterhalten, welche verschiedenen Sorten von Speicher es gibt. Und heute gehen wir mal dem Thema thermische Speicher auf den Grund, weil ich eben was gelesen habe und immer mal wieder gehört habe, dass es eben möglicherweise mit thermischen Speichern möglich sein könnte, ja, die Energiewende voranzutreiben, ja, und diesen Strom, der produziert wird, wenn er nicht verbraucht wird, zu speichern. So. Deswegen mal die allererste Frage, was verstehen wir eigentlich unter thermischen Speichern? Ja, man kann also irgendein Material nehmen und man spricht dann in der Physik von der spezifischen Wärmekapazität. Das heißt, ich brauche eine bestimmte Energiemenge, um dieses Material, abhängig von der Menge des Materials, um 1 Grad zu erwärmen. Und ein Wärmespeicher wäre jetzt also ein Material, und da kommt man erstmal auf Wasser, was möglichst viel Energie speichert, dabei aber nicht signifikant heißer wird. Ja? Also natürlich wird es immer wärmer, aber eine hohe Wärmekapazität heißt, ich brauche eine ganze Menge Kilowattstunden und die kann ich in einen Kubikmeter, also 1000 Liter Wasser reintun, ohne dass das jetzt anfängt zu kochen. Okay. Das heißt, ich kann eine Menge Kilowattstunden in einem Kubikmeter, also 1000 Litern Wasser speichern, ohne dass es verdampft oder sowas. Mhm. Ja. Und diese Menge ist dann in der Form von Wärme in dem Wasser enthalten. Und dann habe ich einen riesen Block, 1000 Liter warmes Wasser. Und das kann ich dann natürlich verwenden und die Wärme also meinetwegen mit so einem Wärmetauscher wieder rausnehmen, um meine Wohnung zu heizen. Okay. Schauen wir uns gleich systematisch an. Erstmal ganz pragmatisch. Speicher habe ich ja hier, würde ich jetzt mal sagen, 4 vermutlich. Nämlich einen Batteriespeicher in meinem Auto, ja, einen Batteriespeicher in meinem Keller, die Wände meines Hauses und genau, die Masse meines Hauses ist ein Speicher. Ja, korrekt. Und jetzt habe ich noch Puffy. Puffy ist mein neuer Pufferspeicher mit 800 Litern. Also es ist ein Schichtenspeicher und oben wird für Warmwasser, warmes Wasser vorgehalten zur Warmwasserbereitung. Und ansonsten ist der insgesamt zum Beispiel im Winter, wenn die Sonne scheint, dafür da, dass man im Wasser eben speichern kann. Jetzt, wie viel kann überhaupt so ein Speicher aufnehmen, wenn es darum geht, zum Beispiel Spitzenlasten abzufedern? Wird mein Puffy nicht viel taugen? Nee, also in Form eines Wärmespeichers jetzt Strom zu speichern, das ist ungünstig. Weil man müsste ja dann die Wärme wieder in Strom umwandeln. Und da haben wir den Carnot-Wirkungsgrad. Und typischerweise, wenn man einen wasserbasierten Wärmespeicher nimmt, ja, und Wasser kann man ja vielleicht mal, sagte ich ja schon, maximal auf 100 Grad aufheizen, würde man noch höher gehen, verdampft es, baut einen riesen Druck auf, braucht riesige Volumina, das ist unpraktisch. Also wasserbasierte Wärmespeicher, die laufen so bei 80, 90 Grad oder vielleicht knapp bei 100. Wenn es sogar einen Überdruck erlaubt wird. Und von dem Niveau Strom zu erzeugen mit nur 100 Grad gegenüber der Umgebungstemperatur 20 Grad, das geht nur mit einem ganz schlechten Wirkungsgrad. Also als Stromspeicher ist ein wasserbasierter Wärmespeicher schlecht. Ja. Also das heißt, dass mein Plan hier den Garten aufzugraben und einen großen Wasserspeicher reinzumachen, um damit den Winter auch strommäßig zu überstehen, nicht funktioniert? Nee, für Strom würde ich es nicht nehmen. Also was sehr gut geht, wenn du wirklich den Garten aufgräbst, ja, wäre eben ein Wärmespeicher, um das Haus über den Winter zu bringen. Und das kann man eigentlich auch ganz gut abschätzen. Mhm. Ich will das jetzt mal vorrechnen, weil das nämlich geht. Nämlich hatte ich mir vorher überlegt. Ja, 10.000 Kilowattstunden pro Jahr brauche ich für ein Niedrigenergiehaus, was dann vielleicht tatsächlich 150 Quadratmeter oder sowas hat. Ja, 10.000. Mhm. So, jetzt haben wir 1 Kubikmeter Wasser. Also Wasserspeicher, ja. Und 1 Kubikmeter Wasser wird um 1 Grad wärmer mit 1 Kilowattstunde. Mhm. Jetzt sagen wir mal, wir können den von 50 Grad auf 100 Grad hochheizen oder von 40 auf 90, ja. Also 50 Grad ist die Differenz. Das wären also 50 Kilowattstunden.
pro Kubikmeter kann ich in dem warmen Wasser speichern für den Winter. Mhm. So, ich habe aber gesagt, 10.000 Kilowattstunden brauche ich. 50 Kilowattstunden pro Kubikmeter, das heißt, ich brauche 200 Kubikmeter. Ja, und Kubikmeter ist? 1000 Liter. 1000 Liter. Das heißt, du brauchst also den ganzen Keller. Also ein Raum reicht nicht. Ein Raum hat so, sagen wir mal, 5 mal 5, 25 mal 3 sind 75 Kubikmeter, wenn er 3 Meter hoch ist. Also drei Kellerräume voll mit Wasser. Allerdings braucht er auch noch eine Isolation. Du musst es thermisch isolieren, sehr gut. Das heißt, du bist bei einem Riesentank, aber mit diesem Riesentank kämst du dann wärmetechnisch gesehen über den Winter. Mit einem normal isolierten Haus. Wenn Null-Energiehaus brauchst du natürlich viel weniger. Aber das heißt, im Grunde so für das Einfamilienhaus oder je nachdem, wie gut es isoliert ist, ist es im Bereich des Möglichen. Ja. Jetzt, die Wirtschaftlichkeit haben wir jetzt noch nicht betrachtet, ja. Ob das sinnvoll ist und so weiter, aber denkbar. Darum geht es natürlich eigentlich nicht, wie bei allen Lösungen, die wir haben. Geht's ja nicht es geht ja nicht nur darum, dass die Eigenheimbesitzer hinterher ihre Lösung haben, sondern wir müssen das ja auf einer großen Skala abbilden. Deswegen kommen wir jetzt zum zweiten Fallbeispiel. In Kornwestheim wurde eben gerade ein riesengroßer Wasserspeicher gebaut, der 2000 Kubikmeter, also 2 Millionen Liter, ja, enthält. Für ein Viertel sozusagen. Ist das dann eine realistische Größenordnung? Also wofür denn? Also ja, als zum Heizen, denke ich mal, immer noch. Ja, aber für wie viele Haushalte oder das so? Das habe ich nicht rausgefunden. Ne? Also was würdest du denn sagen, für wie viele Haushalte könnte denn das reichen? Ja, es ist ein sehr großer Speicher. So viel ich weiß, sollte der doch für die Fernwärmenetze betrieben werden. Ich hatte das mal nachgeguckt, aber ja, bin ich mir jetzt nicht ganz, ja, sicher. Also es macht grundsätzlich mehr Sinn, je größer der Wärmespeicher ist, weil was da ein positiver Effekt ist, ist das Oberflächen-zu-Volumen-Verhältnis. Es wird immer einfacher, das zu isolieren, ja. Weil man speichert die Energie in dem Volumen und durch die Oberfläche geschehen die Verluste. Okay. Ja, also wie der Elefant oder ein Kolibri. Ein Kolibri würde ohne das Federkleid sofort auskühlen, währenddessen der Elefant, der hat eben gar keine Federn, ja, weil er so groß ist, dass die Verluste an Wärme durch die Oberfläche, die anteilig am Volumen relativ gering ist, sieht zwar nicht so aus, aber so ist es. Mhm. Das heißt, diese riesen Wärmespeicher, die bringen es natürlich, als wenn sich jetzt jeder selber einen kleinen Wärmespeicher in sein Haus nagelt, ja, dann haben lauter Kolibris und die erfordern enorme Isolation, weil wenn man einen saisonalen Speicher haben will, also wirklich vom Sommer in den Winter speichert, was ja Sinn macht, im Sommer hat man ja viel zu viel Wärme, da will man ja auch noch kühlen, ja, dann braucht man Riesenspeicher und deswegen machen diese Stadtteil- oder District-Heizungsspeicher, die machen absolut Sinn. Okay. Die sind nicht dafür gedacht, jetzt so ein Riesenturm mit Wasser, warmem Wasser drin, dass ihr jetzt einen Stadtteil über den ganzen Winter bringt, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber man kann damit zum Beispiel die erneuerbare Energie, die Fluktuation jetzt auf der Basis von Wochen oder Monaten, vielleicht nicht die ganze, nicht Sommer, Winter, das ist ein bisschen harter Anspruch, aber kann man speichern, das macht Sinn. Wenn ich mir jetzt überlege, ich hätte jetzt so ein Windkraftanlagenfeld und da, die muss man ja manchmal abschalten, weil sie zu viel Strom produzieren. Wenn man die jetzt statt abzuschalten, würde man jetzt da so Wasserspeicher hinstellen. Bei Windparks reden wir über Gigawattstunden, ja, oder jedenfalls eine Gigawattstunde oder sowas. Und das ist eine zu große Größenordnung. Also mit Wasser wird das nichts? Nee, mit Wasser wird das nichts. Du brauchst, und das haben wir ja bei Solarthermieanlagen, da haben wir dann Salzspeicher. Und die haben eben den großen Vorteil mit flüssigem Salz, ja, dass sie eben viel größeren Temperaturrange haben. Also die Wärmekapazität selber pro Kilogramm, das ist vielleicht ein Faktor 2, 3 oder sowas, besser das Salz, weil es eine höhere Dichte hat als Wasser. Aber du kannst eben viel höhere Temperaturen bis 800 Grad oder sowas zulassen. Und die Menge an Energie, die ich da drin speichern kann, hängt eben davon ab, wie hoch ich die Temperatur bringen kann, die Temperaturdifferenz. Das heißt, ich kann das um 500 Grad aufheizen. Und der große Vorteil ist auch, wenn du auf meinetwegen von 300 Grad auf 800 Grad hochheizt, das muss ja flüssig bleiben, das darf nicht fest werden, dass du von da aus das dann sehr gut mit der Dampfturbine wieder in Strom umwandeln kannst. Okay. Du verlierst etwa die Hälfte, also ist der Wirkungsgrad. Aber mit der hohen Temperatur geht dann wirklich Strom. Und wenn du ein Solarthermie, und ich glaube, das ist die meiste Anwendung von diesen Salzspeichern, ein Solarthermiefeld hast, da wird ja mit so Parabolrinnen-Spiegeln wird so ein Salz oder eine Flüssigkeit sehr hoch erhitzt, auf diese 500, 800 Grad Celsius. Und dann eben kann man das speichern für die Nacht. Und das ist die Anwendung, dass man eben in der Nacht dann aus dem Salzspeicher
wieder den Strom erzeugt und tagsüber sowohl den Salzspeicher mit auffüllt, als auch eben Strom direkt erzeugt. Und dann hat man kontinuierlichen Betrieb, zumindest in solchen Wüstenregionen. Und das sind diese Hochtemperaturspeicher. Ja. Mhm. Und kann man das ins Verhältnis setzen? Also wenn ich jetzt diesen Wasserspeicher habe und ich habe diesen Hochtemperaturspeicher, also wie viel mal kleiner kann dieser Hochtemperaturspeicher sein? Ja, Faktor 10 ungefähr. Also von 50 auf 500, das ist der Temperaturunterschied. Okay. Und dann kommt noch ein bisschen dazu, weil die Wärmekapazität, also es ist ein bisschen besser, das im Salz als im Wasser zu machen. Aber da kommt man mit weniger aus. Das sind diese beiden Typen von Wärmespeichern. Also es gibt noch mehr, aber die mir so direkt einfallen, wo ich jetzt nur mit Temperaturunterschieden ohne einen Phasenübergang arbeite. Mhm. Es gibt ja auch noch diese Eisspeicher. Oder auch andere Speicher, wo wir einen Flüssig-Fest-Übergang haben, also wo sich der Zustand, der Aggregatzustand des Speichermediums ändert. Mhm. Und da kommt man mit viel geringeren Massen aus. Okay. Wie weit sind denn diese Hochtemperaturspeicher? Also ich habe dir eine Seite geschickt, die ich auch einblende. Das ist ein Forschungsthema. Ja, ja, ja. Das war allerdings 2018, 2019 habe ich da die letzten Einträge gesehen. Hast du eine Ahnung, wie weit das ist? Ist das unglaublich weit von der Serienreife oder gibt es da Prototypen oder sowas? Das wäre mir jetzt neu, dass das schon was ist, was ich mir jetzt einfach kaufen kann oder so. Das, daran wird entwickelt, um eben die fluktuierende Einspeisung aus den erneuerbaren Energien zu puffern mit einem, ja, das ist ein thermischer Speicher. Mit Batterien kommt man da nicht hin, dass man da Gigawattstunden so ohne weiteres speichern kann. Das ist zu teuer. Und dann möglicherweise noch eine Wärmepumpe davor hängen, um die Effizienz noch mal vorne zu erhöhen. Ist das dann was, wo du sagst, ja, das könnte einen entscheidenden Wendepunkt oder einen entscheidenden Faktor in dieser Energiewende darstellen, um diese Volatilität aufzuheben? Also wir brauchen ja eigentlich für die Energiewende Terawattstunden Speicher. Also das ist nochmal ein Faktor 1000 mehr. Ob man das mit thermischen Speichern, die dann wieder Strom erzeugen, weil man will ja einen Stromausfall vermeiden. Mhm. Ja, die müssen ja, das muss ein Stromspeicher sein. Da weiß ich nicht, ob das der richtige Weg ist. Da würde ich eher an Power to Gas oder Power to Liquid denken. Also dieses Power to Gas finde ich da eine Methode, wo man wirklich die entsprechenden Energiemengen handeln kann, ohne gigantische Massen zu haben, wie man es beim thermischen Speicher braucht. Den thermischen Speicher sehe ich in den verschiedensten Ausführungen eher für Heizzwecke. Also dass ich wirklich zum Beispiel ganz trivial, also für einen Stadtteil oder auch das eigene Haus, dass man eben die überschüssige Wärme im Sommer irgendwo abspeichert, meinetwegen im Garten. Da braucht man also nur eine vernünftige Isolation. Aber wenn das Ding eben ganz groß ist, dann wird es ja einfacher. Und da könnte ich meinetwegen mit einer Wärmepumpe sogar die Wärme aus meinem Gartenspeicher entnehmen. Oder ganz trivial, ich habe sowieso eine Erdwärmepumpe, also mit so einer Erdbohrung, da kann ich im Sommer kann ich die zum Kühlen nehmen, indem ich das Haus kühle und dann in die Erde die Wärme deponiere, wenn sie da nicht verschwindet, hängt von den lokalen Gegebenheiten ab. Und im Winter ziehe ich die Wärme wieder raus. Da brauche ich nur noch eine Wärmepumpe und einen Wärmetauscher. Das fände ich eigentlich die Lösung, die auch für mich also persönlich, das würde ich fast bevorzugen. Und das wäre dann im Verhältnis einigermaßen günstig? Ja. Also du brauchst irgendeine Riesenmasse, die du aufheizst im Sommer. Ja, dann hast du eben eine Wärmepumpe, die dein Haus kühlt als Klimaanlage. Und die muss ja irgendwo hin mit der Wärme vom Sommer. Und das tust du in den Boden. Also wäre so meine Idee. Und das stört den Garten nicht, wenn es da unten im Keller ist? Nein, nicht. Also da kannst du jetzt natürlich nicht diese Garten schleifen, sondern ich denke jetzt an eine senkrechte Bohrung, 120 Meter tief. Ja, so eine senkrechte Bohrung für eine Erdwärmepumpe. Okay. Und im Winter hole ich das wieder raus. Normalerweise hat das vielleicht 10 Grad. Und wenn ich das im Sommer aufheize, wird es in der Umgebung der Bohrung vielleicht auf 12, 13 Grad wärmer. Und dann funktioniert ja auch meine Wärmepumpe im Winter besser, wenn das Wasser aus der Erdbohrung wärmer rauskommt. Im Garten würde ich das jetzt nicht unbedingt machen, weil ich würde im Winter den Garten einfrieren und im Sommer den Garten überhitzen. Also würde ich mal so tippen. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht der Experte dafür. Aber das wäre so das, was ich argwöhnen würde als Nebenwirkung. Okay. Vielleicht eine letzte Frage noch zu den Hochtemperaturspeichern. Könnten die in der Lage sein, also wenn sie Strom produzieren, auch diese hohen Energiemengen in der kurzen Zeit zu liefern, die man eben braucht?
Ja, da ist eine Frage mit der Dynamik. Also wie schnell reagiert jetzt ein Speichermedium auf einen rasch anwachsenden Bedarf? Und das brauchen wir ja auch für die Energiewende. Ja, wenn jetzt zum Beispiel die Sonne weggeht, ja, und dann innerhalb von, ja, das sind Minuten, ja, ein Lastwechsel oder ein Einspeisewechsel geschieht. Ja. Im großen Format. Ja, ja, das sind dann auch Gigawatt. Ne? Also da fallen dann, das ist die Frage der Regelung der Netzstabilität. Daran wird auch gearbeitet. Das war genau dieses Forschungsprojekt, was ich da irgendwo aus Nürnberg gesehen habe. Da ging es eben auch um die Geschwindigkeit. Und da geht es eben auch darum, wie schnell kann ich denn die Wärme abgreifen aus einem Speicher. Und da geht es um die Wärmeleitfähigkeit. Und das ist natürlich so eine Sache, ja, wenn ich einen heißen Stein habe, dann kriege ich die Wärme, also jetzt bei einer Nachtspeicherheizung hatten wir früher, ne? Da hat man die nachts aufgeheizt, da war einfach so ein Metallkasten, da drin waren Steine, Backsteine, die wurden aufgeheizt und tagsüber hat das Ding dann mit Luft einfach die Wärme in den Raum gepumpt. Ja? Ja. Und dann ist die Energie, die in dem heißen Stein ist, die thermische Energie, die kann ich gar nicht so schnell abfragen, weil die Energie in der Mitte ist, die braucht ja eine ganze Weile Wärmeleitfähigkeit, bis sie zur Oberfläche gekommen ist. Jetzt kann ich den Stein noch durchbohren, um da dann also eine Kühlflüssigkeit durchzuschicken, um möglichst rasch diese Wärme rauszubringen, wenn es denn wichtig ist, dass ich möglichst rasch die Energie abfragen kann. Und das ist eben für die Netzstabilität ganz wichtig, dass ich also auf Laständerung oder auf Einspeiseänderung, also am Abend ist die Solarenergie dann auf Null und da gehen die Gigawatt steil nach unten, ja, dass ich das eben mit Speichern nachregeln kann. Und daran wird gearbeitet. Das ist mit thermischen Speichern, weil Temperaturerhöhung und Absenkung, das dauert eben eine Weile, naturgemäß ein bisschen schwierig. Die sind aber am Forschen, dass diese Dynamik zu erhöhen. Und da müssen wir abwarten, was daraus wird. Ja, also es ist ein wichtiger Baustein, aber ich würde die Hauptanwendung eigentlich in der Wärme sehen, weil ich meine, was braucht man denn zu Hause oder auch in der Industrie? Du brauchst Prozesswärme, du brauchst Heizwärme. Also Wärme ist ja eine ganz große Sache. Das ist ja nicht ferner liefen. Und dafür sind solche thermischen Speicher in diesen vielen, vielen verschiedenen Ausführungen, die jetzt diskutiert werden oder entwickelt werden, glaube ich, eine sehr sinnvolle Lösung. Das heißt, ich werde wahrscheinlich dann den Garten doch nicht aufgraben, trotz allem, und habe diese Idee mit der Erdbohrung im Hinterkopf vielleicht eher. Und ansonsten warten wir die weitere Forschung ab. Vielen Dank dir. Ja. Ich hoffe, ihr fandet das Gespräch auch interessant. Gebt mir ein Like, abonniert diesen Kanal, wenn ihr weitere dieser Gespräche oder Neues von meiner Wärmepumpe hören möchtet. Und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Bis dahin, euer Dieser Dad. Und tschüss.